Ah, ich will das Fenster dazu machen. Hallo, ich mach mal kurz das Fenster zu. Mach das Fenster. Bin ich mal im Raum da? Ah, das sieht das ist echt schwer mit dem Controller in der Hand. So. So, wo bin ich? Hier. Jo. Gut. Warum knackt mein... Wir spielen jetzt wieder auf Hardcore sterben. Auf Fortgeschritten spielen wir. Das wir spielen hier Hardcore. Hardcore hier. Das ist Hardcore. Nein, Hardcore kommt noch. Hardcore kommt noch. Videokamera. Ah. Vielleicht wäre es schlauer, tatsächlich als erstes das Kruzifix da schon mal in den Raum zu werfen. Ja. Ich glaube, mit dem EMF kann man lieber einen zweiten werfen. Also, rein. Solange es noch geht, sollten wir das Thermometer nehmen. Ja, natürlich. Das ist das Wichtigste am Anfang. Weil EMF ist halt auch zu zuverlässig für den Anfang. Also, ich bin bereit. Glaube ich auch, ja. Ich hoffe, es ist nicht dasselbe Haus wie Farmhaus wie gerade. Dom, dom, dom. Sieht aber gerade so ja, aus. So viel Maps gibt es in diesem Spiel auch nicht. Ja, da soll mal schnell Updates raushauen hier. Das ist, glaube ich, nur von einem Entwickler. Dafür ist das mega geil. Ja, das ist das von gerade. Dann okay. Gehe ich jetzt mal runter. Oh Gott. Gut. Stirb nicht. Der hat schon reagiert? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er eine Tür vielleicht aufgemacht hat. Achte mal auf offene Türen. Bei mir ist eine offene Tür. Und ein Schritt gewesen. Ich komme. Aber Temperatur sagt noch nichts. Ich komme nicht. Ist in der Küche angeblich, aber die Temperatur sagt nein. Komisch. Ich meine, er ist ja auch fortgeschritten, vielleicht trollt er auch nur. Ich höre ihn aber die ganze Zeit hier steppen. Vielleicht ist dann auch einfach ich das. Da wir nicht viel Zeit haben, wir 2 Minuten wahrscheinlich schon um sind, sollten wir uns lieber ein bisschen bei. Außerdem Knochen und sowas ist ja auch immer noch am Start. So, hier sieht's heiß aus. Dieses Licht. Ich bin ganz froh, dass ich das Kruzifix dabei habe, muss ich mir ehrlich sagen. Digga! Oh fuck! Wo habe ich es jetzt verloren? Alter Mann, bück dich! Hast du jetzt Beweise, dass er da ist? Ist er noch nicht, aber diese offene Tür macht mich halt so stutzig. Ja, hier ist ein Fingerabdruck unten. Okay, das reicht an Indizien. Ich weiß aber noch nicht, welcher Raum. So, jetzt nochmal fürs Protokoll. Wenn er bei Kevin die Jagd beginnt, bringt mir mein Kruzifix nisch. Und ebenso bist du nicht. Hallo.
Hallo. Wo denn? Küche. Da liegt das ganze Equipment. Entweder Küche oder der Gang von der Küche zu den Bädern, zu dem Gang halt. Geisteraktivität ist auf Null. Küche ist warm. Es ist wahrscheinlich eher der Essbereich, nicht die Küche. Ja, die Kamera guckt in beides, aber ich sehe keinen Orb. Sagen die Temperaturen was? Drei Grad. Alles klar. Nehmen wir das Buch und Salz mit. Gut. Kruzifix liegt auf dem Tisch. Jojo. So. Das. Das. Und das. Achso, das war sogar eine Mission, ne? Mit den Räucherstäbchen. Nee, das. Ja. No. Gut. Ich glaube, dann räuchere ich gleich mal eine Runde. Der Witz ist, hier im Spiel stürmt es gerade, oder ist hier so ein bisschen Wind? Und bei mir stürmt es ja gerade in echt. Sehr atmosphärisch. Ich hoffe, Kevin ist noch nicht tot. Nee, ich bin nicht tot, aber er hat gerade wieder versucht, eine Tür. Zwei. Ich würde gerne mal die Räucherstäbchen in seinem Bereich anzünden. Geisterbox, die wollte ich. Nein. So. Bist du hier? Hier. Er ist hier, hat er gesagt. Das heißt, wir haben schon mal die. Beruhige dich, Geist. Rauch das. Schreibe etwas ins Buch. Ganz ruhig, Bruder. Gut. Das. Schreibe etwas ins Buch. Das war das. Wo ist jetzt meine Tasche noch? Das leuchtet doch hier. Ist das ein Schlüssel? Was ist das? Ja. Guckst du wieder aufs Licht oder willst du gucken, welcher Geist es sein kann? Ich guck mal, welcher Geist es sein kann. Was haben wir jetzt? Geisterbox. Und Fingerabdrücke. Salz, da. Es könnte sein ein Poltergeist, Gespenst oder Spirit. Ja, was ist, könnte das alles sein? Schreibe etwas ins Buch. So, ein Poltergeist. Kann viele Objekte auf einmal werfen. Und in einem leeren Raum macht er nichts. Und wir müssten einen Geisterorb finden. Ein Gespenst. Ich nicht mal die Kamera. Wiederum wäre Gefriertemperatur. Hier fliegen gerade Sachen, also es könnte ein Poltergeist sein. Was muss mit Poltergeist passieren? Poltergeist wäre der Geisterorb. Dann positioniere ich einfach mal um. Der Poltergeist könnte uns in einem leeren Raum auch wenig. So, das Gespenst wiederum mag kein Salz und hätte Gefriertemperaturen. Hat er eben schon gesagt, ne? Was, ich habe die Kamera jetzt umpositioniert. Also das Buch kann es auf keinen Fall sein. Das war das letzte. Ich muss noch Spirit gucken, das habe ich eben vergessen. Ja. Spirit. Also ich vermute, es wird ein Poltergeist sein. Spirit wäre Geisterbuch. Und dann versuche ich es nochmal. Schreibe etwas ins Buch. Ja, der schmeißt die Gegenstände rum. Der wird. Das wird ein Poltergeist sein. Okay. Gehen wir kurz mal nach dem Geister aufgucken. Wow. Wollte wieder die Tür zumachen. Ich wollte nicht allein sterben.
Nicht schon wieder. Gut, das Räuchern hat's gebracht. Echt? Jo. So, und du hoffst drauf, dass der Geist... Kein Orb. Oder ist es? Spirit. Spirit kann nix. Keine Stärken. Man kann keinen Stopp, indem man den ausräuchert. Vielleicht habe ich ihn gerade ein bisschen gestunt. Du kannst noch eine Taschenlampe, eine Kamera mitnehmen. Jo. Ich glaube, wir müssen nochmal die Kamera umpositionieren. Ich meine, wir müssen. Wahrscheinlich wird jetzt gleich eine Jagd beginnen. Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir auch. Also für die Mission zumindest. Ist das Licht ausgefallen? Nee. Direkt vor dir. Oh, ja. Ich weiß, er hat mich angerülpst. Oder warst du das? Hast du ihn gesehen? Es war so ein dicker Dude. Zu kurz. Der war genau hier. Ja. Ich fühle mich hier bei dem Tisch. Willst du das Pacifix nicht hier lieber auf den Teppich legen? Ja. Ist ja okay. Das ist theoretisch da. Das Ding ist, also wenn es halt ein Gespenst ist, mag er kein Salz. Dann würde er da, keine Ahnung. 5 Grad. Schreibe etwas ins Buch. Kannst du schreiben, du Knecht? Hast du das Licht ausgemacht hinter dir? Ich wollte auch gerade wieder jagen. Schreibe etwas ins Buch. Keine Gefriertemperatur. Hat er das Licht eigentlich aus oder kaputt gemacht? Aus. Nee, nur so, okay. Schreibe etwas ins Buch oder gib uns Gefriertemperaturen. Machen wir schon mal hier einen Fluchtweg auf, falls es klappt. Gib uns ein Zeichen. Schreibe etwas ins Buch. Jagd. Ich hab Angst. Bist du draußen? Ja. Hallo. Ich weiß nicht, ob Stufe 5 war, muss ich sagen. Ich habe nie hingeguckt. Ich hatte Angst. Wo bist du hingegangen? Was? Wo bist du hingegangen? Ich habe mich im Schrank versteckt. Ich bin hinterhergelaufen und dann dachte ich, dass er mich gleich holt und bin ich nochmal komplett durch alle Räume gesprintet. Und dann hat er aufgehört. Oh, guck mal, wir sind auch mächtig am Arsch. Ja, wir müssen jetzt abbrechen, sonst sind wir gleich tot.
Nein, wir ziehen das durch. Aber kein Orb. Ah, EMF5 geht gar nicht. Scheiße. Scheiße. Ah. Oh, meine Haare. So. So, Spirit, Gespenst, Poltergeist. Jo. Erster Orb. Ich habe alle Fotos übrigens verballert. Ja. Habe ich gehört. Geisterbuch. Verdammt. Es war nicht gefroren. Ja, das Ding ist. Oh, meine Sanity ist voll am Arsch. Was ist, wenn die Null ist? Sterbe ich einfach? Nichts. Je nach unsere Chance, ob die Jagd beginnt oder nicht, hängt halt davon ab. Okay, das heißt. Also er jagt uns jetzt sehr wahrscheinlich, ja. Hier, wenn du noch keinen Job hast, dann Gefriertemperatur. Ark! Gut, EMF sagt das. Achte mal auf EMF, während du wegläufst. Es kann nicht 5 sein. Ach ja, stimmt. Dann, ja gut, dann egal. Ja, also wenn wir es hören, dann ist es am Arsch. Dann müssen wir rennen. Nee, nur wenn das Licht flackert. Das Ding ist aber, er könnte jetzt überall sein. Also wie gesagt, ich bin hier lang geflüchtet und dann hat es aufgehört. Ich bin noch quasi wirklich einmal wieder durch seinen Raum an ihm vorbei. Er hat nichts ins Buch geschrieben. Ja Mann, aber das sollst du es auch nicht. Wobei, er hat das Buch geschrieben, gerade eben. Gut, mach ein Foto, wir ziehen durch. Oh, falsch, hier geht's raus. Hui, hast du es nochmal gehört? Nee. Er war hinter uns. Ah. Will er uns hops nehmen. Du hast ihn erwischt. Geil. Spirit. Stärken hatte der okay, keine. Doch kein Poltergeist. Aber der hat so viele Sachen rumgeschmissen. Ah, das war Arsch. Ah, guck mal, unser Kruzifix hat auch nochmal geholfen. Der wollte uns gerade wieder jagen. Ah. Ja, perfekt. Ich hatte jetzt auch kein Foto mehr, das heißt, Knochen brauchen wir auch nicht mehr suchen. Ich hab eingetragen. Ich auch. Abfahrt. Das war's. Easy, tschüss, fortgeschritten. Easy, GG, Nore. Die erste Jagd war kritisch. Oh, Geld. Money, money, money. Das schmeckt.